Ja, da können wir auf jeden Fall gleich auch nochmal rein. Aber wir haben hier bestimmt auch noch irgendwelche Stuff. Hier ist keine, schon mal keine Mimik. Das nehmen wir mit. Hä? Ach, sei doch still. Das gibt's, ist doch jetzt nicht dein Ernst. Ich hab doch eben alles gecheckt. Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Zugucker. Herzlich willkommen wieder zu Prey. Partnummer 32. 32 ist es. Wir haben. Ach, stimmt, wir haben hier noch gar nicht alles entdeckt, fällt mir gerade auf. Stimmt, wir wollten ja hier erstmal. Wir hatten ja hier das Terminal. Wollten wir noch entsperren. Dann hatten wir hier noch ein Terminal. Beziehungsweise ich habe mir ja die Mails hier durchgelesen. Genau. Warum muss ich das hier reparieren? Also, ich kann hier nichts reparieren. Also, Arbeitsterminal. Oder geht das nur, wenn ich wieder irgendwelche Neuromods habe? Warte mal, lass mal gucken. Wo ist denn hier das Mediziner? Das war es nicht. Neuro... Vielleicht nur der Techniker? Hier. Du versteckst Geschütze und Ersatzteile. Nö, das werden wir definitiv nicht brauchen. Alter, dann drauf geschissen. Dann gehen wir hier einfach direkt weiter und hacken mal dieses wunderfucking feine Terminal. Oh, da unten. Oh, nee, da. Kriegen wir hin. Easy. Wow. First try. First try. Jetzt gar nicht mal so leicht. So, guck mal, wir haben hier wieder eine Datei. Was haben wir hier? Ah, Jägerbolzenwerfer, Fabrikatorplan. Ah, den hatten wir schon. Komm, kannst mir einfach geben. Oh, und der Albtraum. Wir haben ja noch den Albtraum, den wir entweder aufpassen sollten oder bekämpfen. Ich glaube, wir warten erstmal. Was haben wir denn hier? Ein Kommentar zu heute. An alle Mitarbeiter, ich weiß, der Vorfall von heute Morgen hat uns alle schwer getroffen. Bitte unterlassen Sie jeglichen Kontakt außerhalb Ihrer Abteilung, um unnötig Panik zu vermeiden. Es wird in Kürze eine stationsweite Ansage geben. Das kennen wir doch schon. Igwes Vorlesung. Warte mal. Hier weiter unten geht's. Von Zaleb Hawethone an Hadley Dalton. Ich würde ja in die Kantine nachkommen, aber Igwe... Igwe hält zu dem Zeitpunkt eine Vorlesung. Hoffen wir mal, dass er gleich zu den Neuromods kommt, damit wir eine vernünftige technische Auswertung vornehmen können. Aber Sie kennen ja Igwe. Er wird eine Stunde lang einen Zehner... Einen auf Zehner machen, bis wir alle nur noch Kreise und Wellenlinien sehen. Man sollte meinen, er hätte auf der Erde gelernt, beim Thema zu bleiben. Okay, das ist super eigenartig geschrieben. Wem sagen Sie das? Keine Ahnung, was mir mehr Angst macht. Wenn sich Dr. Wiggy in seinem Labor einschließt... Oder wenn er sich in den Mittelpunkt drängelt. Als ob man einem Metronom zuhören würde. Das ist ja super nett. Ja, das war somit die E-Mail. Kartentechnisch haben wir sogar noch. Wir kommen da ja nicht weiter. Aber wir können da... Komm, warte mal, von da kommen wir... Simulationslab? Oh! Ja, da können wir auf jeden Fall gleich auch nochmal rein. Aber wir haben hier bestimmt auch noch irgendwelche Stuff. Hier ist keine, schon mal keine Mimik. Das nehmen wir mit. Hä? Ach, sei doch still. Das gibt's, ist doch jetzt nicht dein Ernst. Ich hab doch eben alles gecheckt. Jetzt mal ehrlich. Ich hab doch gerade eben alles gecheckt. Was ist denn das? Kleines Mistvieh. Ich habe ein Satellitenprojekt zur Psychotronik-Signalübertragung gefunden. RPSS X5. Ich glaube, damit könnte eine Neuralsignatur, die ihrer entspricht, gefälscht werden. Auf gut Deutsch... Damit schaffen sie sich den neuen Typhon vom Hals. Oh. In den letzten Protokollen stand jedoch, dass der Satellit beschädigt wurde. Sie müssten ein Ersatzteil finden. Das kriegen wir doch hin. Gemischte Signale. Simulationslabor. Finde ein Satellitenkommunikationsgerät. Das ist unser Ziel. Okay, und wir haben jetzt die Simulationskarte. Ich gucke mal, ob wir damit gleich, weiß nicht, irgendwo hinkommen, wo wir hinkommen wollen. Warte mal. Simulationslab, da kommen wir doch aber sowieso rein. So, wartet mal. Hier ist keine Mimik diesmal. Wehe, wenn doch. Hier haben wir wieder eine neue Mail. Dringend. Ich habe das Gefühl, ich war hier schon mal. Kann das sein? Guck mal, da liegt einer. Ah! Ne, warte mal. Guck mal, an den kam mir eben noch nicht ran. Oder was heißt eben vor ewig vielen Parts? Doch, ich war hier schon mal. Doch, ich war hier schon mal. Ich habe hier einfach nur nicht ordentlich gelootet. Okay, aber dann müsste ich doch eigentlich... Müsste ich das doch jetzt hier aufmachen können, oder nicht? Ja, siehst du mal. Aber dann lass noch mal ganz kurz in das Büro. Wo war das Büro? Hier.
Hab, gib mir das. Danke. Weil die Mails haben wir nämlich noch nicht gesehen. Testergebnisse. Dr. Bellamy, hier sind die Ergebnisse des heutigen Persönlichkeitstests. Ich stelle im Vergleich zu vorherigen Ergebnissen eine gewisse Abweichung fest. Und zwar nicht zum ersten Mal. Ich werde Alex Bescheid sagen. Den letzten Test habe ich zur Anhand nachfolgend beigefügt. Okay, das ist wahrscheinlich unser Test. Tägliche Tests. Dr. Bellamy, mittlerweile ist Morgan so erschöpft, dass wir kaum noch nützliche Ergebnisse erhalten können. Die langfristigen Schäden, die wir höchstwahrscheinlich durch ständiges Installieren und Entfernen von Neuromods verursachen, erwähne ich erst gar nicht. Warum haben wir die Tests nochmal auf unbestimmte Zeit verlängert? Von Evelyn McCarthy. Und dann kommen wir zu... Kommen meine Leute zu dir? Cyril. Ja, mir ist auch schon aufgefallen... Was? Ja, ist mir auch schon aufgefallen. Ich kann zwar keine Namen nennen, aber in letzter Zeit häufen sich die Fälle von akuten... Angststörungen in deiner Abteilung erheblich. In der Psychotronik ist es sogar noch schlimmer. Ich überlege schon mit Kelstrop, wie wir den Stresslevel dort etwas senken könnten. Aber ich befürchte, das sind keine Einzelfälle. Ich werde in der nächsten Vorstandssitzung mal Alex drauf ansprechen. Okay. Dann, ja, bitte nett. Gehen wir mal weiter. Jetzt können wir nämlich hier endlich das Ding entsperren. Wunderbar. So. Was haben wir denn? Haben wir hier überhaupt noch irgendwas zum Looten? Jetzt mal ehrlich. Haben wir hier irgendwas noch? Ich glaube nämlich nicht. Langsam. Na, oberhalb geht es noch ein bisschen. Oberhalb ist halt noch ein bisschen. Da unten haben wir unten. Unten haben wir eigentlich auch alles schon, gell? Wir gehen noch mal eine Etage hoch. Ich will nämlich nur gucken, dass ich hier nichts verpasst habe. Ja, hier ist... nichts, weil ja in der, wo haben wir es, in der Mitte von der Map, zwar eigentlich da, also hier so, ich dachte, da wäre noch irgendwas. Lass mal gucken. Aber ich glaube, da komme ich gar nicht, ja, da oben das, nee, ich glaube, ich habe mich, Fabrikation, warte mal, ist hier nicht sogar unser, doch, da ist so unser Schrottscheiß, den können wir doch wegpacken, das passt doch schon mal. Weil dann hält man das nämlich definitiv auch weg. Ja, genau. Hält man das nämlich weg, dann könnten wir nämlich unseren Schrott abgeben. Können wir das kaputt machen? Ja, tatsächlich. Dann müssen wir nämlich nicht außen rumlatschen. So, komm, let's go. Also, dann... Nee, das war es hier nicht. Wo ist denn unser Schrottding? War das da? Wo war das nochmal? Oder war das oben? Steht das nicht auf der Karte? Doch. Ja, daneben. Daneben ist es. Ja, hier ist es. Genau. So, ich hoffe, wir können hier einfach durchlatschen, aber es sieht bisher gut aus. Was haben wir hier? Das sind Anzug-Reparatur-Kits. Muss ich gleich mal gucken, ob ich das brauche. Brauche ich das? Ja, komm. Na, wobei, brauchen wir jetzt noch nicht nehmen. Haben wir irgendwas doppelt? Den haben wir schon wieder doppelt. Aus irgendwelchen Gründen kriegen wir das Scheißding immer doppelt. Noch irgendwas? Nö. Eigentlich nicht. Die Munition bleibt, wie sie ist. Dann let's go. Komm. Scheiße. Ah, das war viel Stuff. Dann können wir doch gerade mal gucken, ob wir uns einfach noch mal ein, zwei Neuromods machen können. Boah, die Musik von diesem Neuromod-Abteilung ist wirklich super eigenartig. Okay. Wie viele haben wir denn? Neuromod. Da. Ja, das sieht eigentlich ganz gut aus. Komm, machen wir. Erzähl bitte mit dem Scheiß. Nicht nochmal. So, als her damit. Ich glaube, wir machen uns einfach noch einen. Und wir haben es doch, oder? Ich glaube, einen können wir sogar noch machen. So, jetzt haben wir nämlich drei Stück. Und dann machen wir noch. Haben wir noch, brauchen wir noch Schrotflintenmunition? Ja, komm. Schrotpatronen machen wir. Ja, jetzt müssten wir mal aufhören mit dem Schrott, glaube ich. Ja, komm, wollen wir noch einen Neuromod? Komm, einen Neuromod nehmen wir noch. Aber nur noch den. Komm, gib mir den Scheiß. Okay, jetzt haben wir sehr, sehr viele Neuromods. Dann können wir doch gerade mal gucken, was wir uns hier nochmal gönnen können. Kampffokus. Das ist halt auch ganz geil, wisst ihr? Ja, diese... Was haben wir hier? Schusswaffen. Hört ihr den Schaden von Schusswaffen? Brauche ich jetzt nicht.
Lautlosigkeit ist auch völlig sinnfrei. Ausdauer ist definitiv sinnfrei. Zähigkeit. Boah, verlängert deine natürliche Lebensdauer 25 Jahre. Einfach so zäh. Klar, easy. Das heißt, wir können ja auch... Nee, wir können hier nicht einfach wegen den Jahren draufgehen. Das glaube ich jetzt nicht. So, und dann haben wir hier noch den Auszug. Ach, das ist halt geil, ne? Dann hätten wir halt auf jeden Fall... Ah, nee, warte mal, wo ist denn unser... Wo ist denn unser Anzug? Gestaffe. War das nicht auch hier oben? Anzug. Erlaubt ihr einen weiteren... Nee. Ah, erweiterten Inventarplatz und... Ah. Das wäre halt schon nett. Ey, wisst ihr was? Komm, das machen wir auch. Das machen wir auch. Komm, let's go. Noch ein Neuromod, bitte. Und dann war's das, weil ansonsten haben wir nämlich echt ein Problem. Sonst muss ich nämlich jetzt ganz viel Schrott farmen. Weil ich habe nämlich hier, ich kann mir jetzt schon keine Munition mehr bauen. Okay. Aber jetzt haben wir ja genug Platz. Jetzt können wir uns nämlich... Ja, jetzt können wir nämlich auf jeden Fall alles mitnehmen. Na, ah, das fühlt sich gut an. Das fühlt sich sehr, sehr gut an. Dann können wir doch eigentlich auch gerade hier uns doch mal ein bisschen Hylor heilen. Komm, gib mir das und das und das. Den nehme ich. Wunderbar. Gut, ich glaube, hier haben wir aber tatsächlich nichts mehr in der Neuromod-Abteilung, oder? Ich glaube, hier sind wir soweitgehend fertig. Ich wüsste jetzt nicht, wo wir noch hingehen könnten, um irgendwas zu entdecken. Wir haben die Volontärquartiere haben wir abgeschlossen. Ziele haben wir jetzt hier auch nichts mehr. Hauptgeschichte. Wo würde ich denke mal hingehen? Maschinenlabor. Was haben wir denn hier? Maschinenlabor, Maschinenlabor. Besatzungsquartiere. Ja, Besatzungsquartiere. Wie schaut es denn hier aus? Sind wir da in der Nähe? Sind jetzt in der Neuromod? Besatzungsquartiere. Na, da kommen wir so nicht hin. Aber... ins Maschinenlabor kommen wir. Das wäre zumindest auf dem Weg. Haben wir auch irgendwas in der Lobby? Wahrscheinlich nicht, ne? Ja, dann machen wir doch erstmal das Maschinenlabor. Ich glaube, das macht doch mehr Sinn. Dann kommen wir nämlich von da aus in die Besatzungsquartiere. Ja, das ist... Ich finde, das ist ein sehr guter Plan. Komm, dann machen wir das doch auch. Jetzt hoffe ich, dass ich nicht draufgehe. Blup. Ist dieser Riese... Ist dieses riesige Ding eigentlich... geplatzt? Nö, ne? Ist nichts mehr. Was sind denn... Ich muss gerade mal gucken, was sind denn überhaupt unsere Ziele? Was haben wir denn hier überhaupt? Das Blackbox-Projekt. Ich erfuhr, dass Josh Dorton, ein Entwickler aus dem Maschinenlabor, vermisst wurde. Ich habe Josh Dorton tot in den Guts gefunden. Er hat ein Transcribe bei sich, auf dem ein heftiger Streit zwischen ihm und seinem Kollegen Lyne Kaepernick zu hören war. Oder ist... Neben der Leiche lag ein defekter Kuhstrahl. Okay. Defekter Kuhstrahl. Vielleicht hat die Blackbox-Technologie etwas mit dem... Ich finde, gut, das kriegen wir hin. Und wo ist der andere Auftrag? Wo ist denn das Maschinenlabor? Ich habe doch noch eins ausgewählt, oder nicht? Doch hier. Finde ein Satellitenkommunikationsgerät. Achso, das ist ja für unser, für den Typhon, gell? Ja, dass wir den Albtraum-Typhon wegkriegen. Warte mal, hier nochmal kurz gucken. Nee, okay. Ja gut, meine lieben Zuhörer, dann würde ich nämlich sagen, bevor das hier passiert, speichere ich lieber. Dann sehen wir uns im nächsten Part. Dann... Gehen wir nämlich einfach in der Lobby, in das Maschinenlabor und dann, ja, let's go. Vielen Dank fürs Zusehen. Haut rein und passt auf euch auf. Ciao.